Mahlzeit bei Natur und Garten. Ja, heute Gartenrundgang Mai 2018. Auf geht's! Ja, diesmal habe ich es geschafft. Gartenrundgang im Mai und wird auch im Mai hochgeladen, das Video. Im März und im April habe ich es nicht geschafft. Ja, aber es ist bei uns viel zu trocken. In Nachrichten wird schon von gesprochen, bei den Bauern verdursten die Pflanzen auf den Feldern. Das ist hier bei mir im Garten nicht anders. Ich habe gerade auf meinen schlauen Blog geguckt, den ich euch schon mal gezeigt hatte, wo ich meine Wetterdaten aufschreibe. Es ist über 2 Wochen her, dass bei uns der letzte Regen gefallen ist. Und das war auch nicht der Bringer. Das waren 10 mm. Und am nächsten Tag hatten wir schön Ostwind, der hat die Feuchtigkeit gleich wieder aus dem Boden rausgezogen. Also es ist wirklich akut hier. Das ist kein Spaß. Ja, fangen wir hier vorne gleich bei Beet 1 und 2 an. Auf Beet 2 waren die Radieschen, die sind jetzt so ziemlich abgeerntet. Ja, war gut. Also ich glaube, ich hatte mir das aufgeschrieben, ich glaube 130 Stück haben wir geerntet und auch gegessen. Zu Salat verarbeitet und allen drum und dran. Ich weiß gar nicht, also ich denke mal, diese hier, die werden dann jetzt auf dem Kompost landen, weil die werden jetzt langsam holzig und sind auch viele madig. Ja, gerade die großen werden halt dolle madig. Eigentlich sollten diese beiden Beete auch schon freigeräumt sein, werden jetzt tun, wie auch immer. Hier sollte Weißkohl und Kopfsalat hin. Zeige ich euch auch gleich, die Pflanzen stehen hier auch schon im Garten. Aber aufgrund der Wetterverhältnisse, also hier braucht man momentan nichts pflanzen, weil das würden die Pflanzen nicht überleben. Ganzen Tag Sonne, wirklich seit 2 Wochen nicht eine Wolke am Himmel. Ja. Da kann man nichts pflanzen, das wird nichts. Ja, jetzt haben wir hier B3, die Erbsen. Die blühen und haben auch schon die ersten Schoten dran. Da bin ich gespannt. Diese Sorte hatte ich auch noch nicht. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was für eine Sorte das ist. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Beet hier hinten. Die Mairüben. Ja, man sieht hier, sind kleine Rüben dran. Aber naja, es ist, wie gesagt, es ist viel zu trocken hier. Ich habe die jetzt ab und zu mal mitgegossen. So, ich weiß nicht, zu alle 2-3 Tage habe ich hier mal eine Kanne voll rüber gejaucht. Tja, aber was soll ich machen? Es ist halt nichts anderes möglich. Wasserfahren kommt momentan noch nicht in Frage. So, hier hinten kommen wir zu den Zucchinis. Hier die erste Pflanze. 1, 2, 3, 4, 5 Blüten. Die sechste kommt. Ja, hier drüben steht auch noch eine. Da ist noch nichts dran. Und ich muss mal gucken. Hinter den Erbsen hier. Da sollte die dritte Pflanze stehen. Ja, hier haben wir auch die Erbsen mit ersten Fruchtansätzen dran. Hier blühen schön. Ja, und hier hinten steht die dritte Zucchini-Pflanze, aber da ist noch auch noch nichts zu sehen, dass da irgendwas kommt. Aber wie gesagt, das ist, sind ja nur halt auch, brauchen viel Wasser. Und Wasser haben wir ja nur, wenn wir alles haben, aber kein Wasser. Ja, nächste Beet, die Möhren, Frühmöhren. Die sollten jetzt auch langsam soweit erntereif sein werden. Aber mal gucken, irgendwo weit rausziehen. Ja. Sowas brauche ich nicht ernten. So, dann sollte hier, wie gesagt, das sollte, diese Beete sollten jetzt alle freigeräumt werden. Hier sollte jetzt eine Mischkultur aus Kohlpflanzen, Kohlrabi, Kopfsalat und hin. Auf den Beeten, die noch nicht bestellt sind, hier habe ich gar nichts mehr gemacht. Hier ist jetzt ziemlich viel Kraut gekommen. Das wird dann, wenn es soweit ist, umgegraben und dann bestellt. Ja, der Rettich habe ich erste Jahr. Der kommt gut, wie man hier, ja, der dicke Pummelhund wieder, wie man hier erkennen kann. Sehr scharf, hier auch. Schöner Rettich. Mal gucken, ob man das besser hinkriegt hier. Ja, sehr scharf, wie gesagt. Ich weiß allerdings nicht, was ich mit so viel Rettich mache. Wenn da irgendwer eine Idee hat, ein Rezept hat oder irgendwas,
wie man den verarbeiten kann, einfach mal unten in die Kommentare reinschreiben. Weil das, wie gesagt, das ist das erste Jahr, dass ich Rettich habe. Und dass das so viel wird, am Anfang sah es ja noch richtig kläglich aus. Ja. Ja, dann kommen wir zum nächsten Mischbeet. Gurken und Kohl, Blumenkohl und Brokkoli. Es steht, aber richtig wachsen tut es halt nicht. Hier ist Blumenkohl, hier wieder Gurkenpflanze und ja, hier drüben dann eben die ganze Mischkultur mit Brokkoli, Gurke, Brokkoli, Gurke und hier hinten dann in der nächsten Reihe Brokkoli, Gurke, Brokkoli. Ja, hatte ich, weiß nicht gar nicht, hatte ich das Video, hatte ich glaube ich hochgeladen, wo die reingekommen sind. Ja, aber wie gesagt, es fehlt definitiv Regen ohne Ende. Ja, dieses Mischfeld mit den Gurken, ich zeige euch das gleich noch. Ich habe, das ist erst die Hälfte, die andere Hälfte steht nach oben. Und zwar soll hier, wo der Rettich jetzt ist, ja, also das ist auch nicht normal. Unser Hund frisst Radieschen, wenn es Spaß macht. Ja, wie gesagt, das Beet hier mit dem Rettich, der soll raus. Hier sollen noch Gurken hin und hier noch ein Beet daneben. Also das ist erst die Hälfte hier. Und ja, jetzt kommen wir zu den Kohlpflanzen. Die hatte ich, weil die mir zu Hause so abgegangen sind, hatte ich die vor einigen Wochen hier unten eingeschlagen. Wirklich nur ein Loch gemacht, eingeschlagen, reingesteckt und regelmäßig gegossen. Ja. Nun stehen sie hier, müssen gepflanzt werden, aber ich kann sie nicht pflanzen, das geht nicht bei der Witterung. So, dann hatte ich hier weiter ausgesät Grünkohl, Kohlrüben, Speisekohlrüben und Kopfsalat. Ist alles da, könnte pikiert und gepflanzt werden. Kann ich nicht machen. Zwiebeln hier hinten noch, die Steckzwiebeln. Stehen auch gut. Noch, wenn das so trocken bleibt, werden das sehr scharfe Zwiebeln. Das hatte ich ein Jahr schon mal. Je trockener das ist, je schärfer werden die. Ja, und wer jetzt sagt, naja, ist ja alles nass. Hier sieht man den Unterschied. Ich bin ja jeden Abend mit der Gießkanne in Gange und die Kohlpflanzen hier, dieses Beet und die Gurken vor allen Dingen, brauchen Wasser mit dem Kohl. Ohne Ende. Ich bin ja jeden Tag am Gießen. Ich habe jetzt gerade mit der Hacke ein bisschen durchgehackt hier, weil hier so viel Unkraut drin war. Ja. Ja, und so sieht es hier momentan zu Hause bei den Gurken aus. Und auch meine Auberginenpflanze kommt jetzt langsam. Die soll dann auch demnächst mit runter in den Garten. Ja, und jetzt kommen wir zu unserem Problemkind oder zu meinem Problemkind, zum Kräutergedöns. Also hier oben Kamille, das sieht ganz gut aus. Dann hier drunter auch der Dill. Ich bin sehr zufrieden. So, und dann sehen wir auch schon die erste Fehlstelle. Da sollte Majoran kommen, aber hier ist absolut nichts zu sehen. Dass da irgendwie was wächst außer Unkraut. Ich bin jeden Tag am Gießen hier, damit die Saat, weil das wirklich sehr schnell austrocknet, damit die Saat hier keimen kann, aber ist nichts zu machen. So, ja, diesmal bin ich hier auch vorbereitet, diesmal habe ich meinen Zettel mit dabei, dass ich euch das sagen kann, was das ist. Hier haben wir den Kerbel. Ja, der Kerbel ist gut geworden, den werde ich jetzt auch demnächst mal das erste Mal abernten. Das gleiche hier drüben, der Koriander, der steht auch hervorragend. Ja, Basilikum könnte besser sein, hatte ich auch schon besser, aber wie gesagt, im Kräutergedöns hier ist das erstmal ein Versuch gewesen. Mal gucken, ob der sich noch macht. Ja, und dann kommen wir eigentlich zu den Pflanzen, die hier mehrjährig waren oder werden sollten. Estragon, Thymian. Waren hier auf der kurzen Seite. Ja, ich weiß nicht, ob das hier irgendwie was ist oder ob das Unkraut ist. Keine Ahnung. Muss ich mal gucken, ob da noch was draus wird. Aber ich glaube, die Pflanzstelle war weiter hinten gewesen. Oder die Aussaatstelle. Ja, Thymian. Kann man das jetzt erkennen? Ja, da. Das ist mein Thymian. Das ist alles, was bis jetzt gekeimt und gewachsen ist.
Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob das wirklich Thymian ist, schon, oder ob das auch wieder irgendein Kraut ist. Dann haben wir hier vorne den Rosmarin. Ich muss den mal gerade ein bisschen frei machen. Also es ist wirklich nicht sehr berauschend. Ich muss das ein bisschen anders machen. Oh, was ist das denn? Wahnsinn. Ja, das Einzige, was hier wächst, ist Kraut. Jetzt muss ich meinen Zettel nochmal drehen. Ja, das ist mein Rosmarin. Alles, was bis jetzt gekommen ist. Bohnenkraut ist überhaupt nicht gekommen. War letztes Jahr definitiv besser. Also da hatte ich wirklich gutes Bohnenkraut. Gar nichts. Und dann kommt hier der Salbei. Da freue ich mich, dass da was gekommen ist. Ja, und hier hinten ganz zum Schluss. Das Maggikraut hat sich jetzt doch noch entschieden zu keimen und zu wachsen. Das ist der Liebstöckel, also Maggikraut. Ja. Und dann hier unten die letzte Reihe mit Petersilie. Und hier ist noch Schnittlauch. Da ist auch natürlich auch schon wieder ein bisschen Kraut drin. Muss ich auch wieder bei. Hält sich aber momentan noch in Grenzen mit dem Kraut hier drin. So, das nächste ist jetzt das Gewächshaus. Die Tomaten haben hier die ersten Blüten. Fruchtansätze habe ich noch nicht gesehen. Auch hier vorne, wo die schwarze Tomate dran wachsen soll. Ich habe die jetzt auch das erste Mal hochgebunden und vor ein paar Tagen und auch ausgegeizt. Geiztriebe ohne Ende. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, die gieße ich eigentlich jeden Tag oder manchmal auch bloß jeden zweiten Tag. Das kommt immer darauf an, wie ich gerade Zeit habe. Ja, ansonsten stehen die eigentlich relativ gut noch. Gucken, das Kraut hält sich momentan dazwischen auch in Grenzen. Das ist ein bisschen Franzosenkraut und ein bisschen Quäke, aber es hält sich in Grenzen. Ja, dann haben wir hier hinten die Monetta, diese Freilandsalatgurke im Gewächshaus. Auch clever. Hier drinnen die Gurken stehen definitiv besser wie draußen. Dann hier meine Chilis, die auch sehr unterschiedlich wachsen. Ja, dieses Jahr auch das erste Mal. Also das ist ein Chili. Und das da auch. Also ich weiß nicht, die eine hier, ich weiß nicht, vielleicht hat die Besuch von unten, dass die Wurzeln angefressen wurden oder was. Die nächste steht wieder top. Die hier vorne auch. Ja, und dann haben wir hier hinten noch die chinesische Schlange. Auch Salatgurken. Ja. Wie gesagt, eine von den Chilis ist ja den Schnecken zum Opfer gefallen. Aber seitdem ich hier Schneckenkorn ausgestreut habe, ist da nichts mehr abhanden gekommen. Hier auch, denn die Paprika. Hier vorne 4 Stück. Und die einzelne, die sich hier hinten noch an der Wassertonne durchkämpft. Ja, also Gewächshaus jetzt, nachdem ich Schneckenkorn gestreut habe und das so ein bisschen unter Kontrolle habe, bin ich zufrieden mit. Ich hoffe, dass das noch ein bisschen in Gange kommt hier, ein bisschen besser wächst. Aber das wird schon. Ja, dann kommen wir zum nächsten Beet. Und zwar die Bohnen. Hatte ich ja auch einen Film darüber gemacht, wie ich die gelegt habe. Es sind einige Fehlstellen drin. Ich glaube, 132 Legestellen waren es. Also wenn jetzt 100 Legestellen, was sie wachsen ist, so im Schnitt schätze ich mal. Ja, Verluste sind halt immer da. Ich lege da auch nicht nach, das reicht mir hin. Ich habe jetzt gerade mit der Hacke hier ein bisschen das Unkraut auch ein bisschen gehackt, damit das abtrocknet, wenn ich heute Abend gieße, dass das nicht gleich wieder anwächst. Ja, und dann haben wir hier die Gurken, die restlichen Gurken, die Salatgurken, die Freilandsalatgurken. Man sieht hier ganz schön den Unterschied. Das ist hier, die beiden sind Monetta. Einmal die hier, einmal die. Und hier hinten steht dann noch die zwei Pflanzen mit der chinesischen Schlange. Einmal hier und einmal hier. Ja, die muss ich auch noch mal ein bisschen vom Unkraut befreien. Aber wie gesagt, man sieht den Unterschied deutlich. Die im Gewächshaus stehen besser. Ja, von den Bohnen geht es dann jetzt zum Sellerie. Der steht gut dieses Jahr, also da bin ich mit zufrieden. Und hier haben wir den Porree. Der hat sich jetzt auch schön gemacht.
Mal gucken, also hier so eine Pflanze, der ist jetzt ein bisschen verkrautet, weil hier wächst das erste Mal wilder Dill. Also was heißt, der wächst wild, ich habe den hier ausgesamt. Ich hatte mir letztes Jahr von den Dillpflanzen die Blütenstände abgeschnitten, habe die getrocknet und habe die jetzt im Frühjahr einfach mit der Hände zerrieben und hier wild im Garten umhergestreut. Und hier im Porree steht er jetzt besonders dicht. Hier sieht man auch noch eine Porree-Pflanze. Hier ist auch eine. Ja, der kommt halt, wie gesagt, viel Wasser. Ich bin nur am Gießen hier. Das ist Wahnsinn. Man sieht es auch an den Sonnenblumen. Oh, jetzt wird es wieder windig. Ich hoffe, man hört mich trotzdem noch. Ja, die kriegt ein bisschen mehr Wasser, dadurch, dass sie jetzt zwischen den Beeten steht. Hier hinten, die wieder ein bisschen weniger, die ist gleich wieder kleiner. Und so zieht sich das hier die Reihe durch. Die, die ab und zu mal Wasser kriegen, stehen natürlich besser da. Aber sehr dünne Stiele, ich hoffe, dass die nicht abknicken. Ja, und zum Schluss, das da. Nein. Ja, also zum Schluss ist jetzt hier die Beeteinteilung. Hier sollte eigentlich die Steckrüben oder Kohlrüben und der Grünkohl hin, auch in Mischkultur noch mit, keine Ahnung, irgendwelchen, ja, irgendwelchen Pflanzen, ich weiß nicht, mit was ich die jetzt noch mischen wollte, sollte, könnte. Kohlrabi? Kohlrabi? Ich weiß es nicht, müsste ich jetzt nachgucken, ich habe den Hefter aber nicht mit. Ja. So sieht's aus im Natur- und Gartengarten. Ja, ihr habt das ja in der Videobeschreibung schon wahrscheinlich gelesen oder in der Überschrift, im Titel. Große Neuanschaffung. Ich habe zum einen der ersten, oder ich sage es eigentlich regelmäßig, dass hier, was ich hier bewirtschafte, das sind 150 Quadratmeter Pachtgarten für, ach, schlag mich tot, 11,50 Euro im Jahr oder so kostet die Pachte hier mit Laube und allem drum und dran. Ja, was heißt, kein Strom, kein Wasser, nichts, außer hier meinen selbstgebauten Brunnen. Ich bin immer auf der Suche nach einem Eigentumsgarten gewesen. Es hat jetzt geklappt. Ich habe einen Garten gekauft. 627 Quadratmeter. Ein Haufen Müll drinne, muss ich dazu sagen. Also da muss erstmal aufgeräumt werden. Aber ich will euch das nicht vorenthalten. Und darum, der ist erstmal noch dichter am Haus dran. Also da kann ich bis zum Haus kann ich hingucken. Das sind, keine Ahnung, 150 Meter bin ich da. Da kann man schnell mal hingehen, mal einen Bund Petersilie abschneiden. Anders wie hier, wenn man Kilometer laufen muss. Und ja, das, da bin ich froh. Da werde ich dieses Jahr halt versuchen, den erstmal urbar zu machen, weil da doch relativ viel Kraut drin steht. Ja, und natürlich auch Müll. Auch Sondermüll, leider. Bin ich nicht so froh drüber, aber das ist noch, die Frage ist noch nicht geklärt, ob ich das entsorgen muss oder ob das der Eigentümer oder der, der den vorher bewirtschaftet hat, entsorgen muss. Das weiß ich alles noch nicht, das ist noch nicht geklärt. Ich hoffe natürlich, dass ich es nicht entsorgen muss, dass sich da ein anderer drum kümmert, aber man kann halt nicht alles haben. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen da jetzt hin. Ja, das ist der Garten, der neue. 627 Quadratmeter. Voll Unkraut und Müll. Ja, hier drüben ist der Zaun zum Nachbarn. Da hinten liegt noch ein Gefrierschrank, Asbestplatten, ein alter Kessel, hier vorne sind noch Bitumenplatten. Hier liegen noch Plasterrohre rum, alte Dachrinnen, das muss ich alles aufräumen. Hier auch vom Zaun habe ich vorne den Zaun habe ich schon neu gemacht. Es liegt noch Holz rum, das muss ich noch wegräumen. Hier auch alles voll mit Müll. Ja. Und ja, hier drin in der Laube sieht es auch nicht viel besser aus. Da stehen noch alte Kanickelställe drin. Badewanne, die kann man vielleicht noch mal zum Wasserauffangen nehmen. Ja, hier Müll. Müll, 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 Müll. Also die ganze Ecke hier ist zugemüllt.
Hier liegt noch so Velpo-Jester oder sowas. Und ja, hier noch eine Palette. Ja, das wird der neue Garten für nächstes Jahr. Noch viel Arbeit. Mal sehen, was wir daraus machen können. Nun auf der anderen Seite von der Laube, da ist noch ein Komposthucken, ein alter, den muss ich mal gucken. Das brauchbar ist die Erde, was da drin ist. Oder ob da überall Quäkenwurzeln drin sind, sieht eher nach Quäken aus. Ja, und dahinter ist dann auch schon Schluss. Hier kommen noch 2-3 Meter bis zum Nachbarn. Ja, viel Arbeit. Ich werde versuchen, das meiste über die normale Müllentsorgung, wie das Plaste hier, über die gelbe, mit der gelben Tonne zu entsorgen. Das Bitumen, diese Bitumen-Dinger hier, weiß ich nicht, wie ich, was ich damit mache. Da wird wahrscheinlich, wie für das Asbest, werde ich mir da einen Container bestellen müssen und dann dieses Bitumkram und das, die Asbestplatten mit dem Container entsorgen. Ja. Das wird bestimmt nicht ganz billig. Auch mal sehen. Ja, wem es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen, ich sag's immer wieder, das kostet euch keinen Pfennig, hilft mir aber weiter meinen Kanal auszubauen. Ja, denn wie gesagt, gibt's die Facebook-Gruppe Natur und Garten. Da kommen dann so zwischendurch mal ein paar Bilder hier aus dem Garten oder wenn ich mit einem Pummelhund unterwegs bin.